willkommen hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Neuheitenvideo. Ich werde von euch an diesem Gesicht alle Neuheiten testen von Wimpern. Ja, ich habe Leute, ich habe Wimpern und ich bin schockverliebt. Ihr werdet später sehen, was für Wimpern das waren. Aber beziehungsweise das sind diese super geilen, ich hole sie euch geschwind, diese super, super geilen Primark Wimpern von Primark für 3 Euro. Und ich habe die ja in meinem Haul euch gezeigt, in diesem Mischmasch-Haul, den verlinke ich euch natürlich hier oben. Und ich habe damit diesen ganzen, ich habe auch diesen tollen Party-Highlighter verwendet. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dass ihr das auf jeden Fall tut. Geht ganz einfach, abonnieren drücken und natürlich die Glocke aktivieren. YouTube hat neulich ein bisschen Probleme gemacht. Ich habe neulich sogar von YouTubern, die ich seit Jahren abonniert habe, die Videos nicht mehr gefunden. Das heißt, ihr müsst nicht nur auf die Glocke, sondern auch auswählen, dass ihr alle Benachrichtigungen bekommt und nicht selektiv irgendwelche Videos vorgeschlagen bekommt. Ansonsten seid ihr busted, dann seht ihr zum Beispiel 5 Videos und dann wieder 3 Monate gar nichts und denkt, ich bin gestorben. Na? Nein, Jenny ist da. Und ich wünsche euch jeden viel Spaß bei dem Tutorial. Anschließend gibt es dann noch ein Feedback für euch. Und let's get started.
auch der fertige Look. Und ich werde jetzt einen Make-up-Breakdown machen und euch mal sagen, was ich jetzt alles benutzt habe und wie ich das natürlich gefunden habe. Erstens mal, was euch total auffällt, die Lashes sind der Hammer. Also die haben jetzt 3 Euro gekostet, die sind natürlich nichts für den Alltag. Also mal ernsthaft, ich gehe jetzt gleich ins Kino. Ich werde Deadpool 2 nur zur Hälfte sehen, weil da Fächer in meinem Gesicht sind. Aber guckt euch mal die Teile an, wie geil. Aber ich finde die richtig, richtig hübsch. Die machen halt richtig was aus eurem Augen-Make-up raus. Das sind die 3D Femme Lashes. Das gibt es noch einen anderen Style, aber den habe ich jetzt nicht geholt. Ich wollte lieber diese richtig krassen 3D-Wimpern. Aber Leute, wenn Wimpern, dann nur solche. Also die ließen sich unnormal leicht auftragen. Ich benutze hierzu diesen Fingers Clavers von Kiss, glaube ich. Und zwar ist das eine Empfehlung von der Alida gewesen. Dieser Wimpernkleber ist sowas von geil. Also diese Wimpern haben ein sehr, sehr festes Band und man muss wirklich ordentlich Kleber draufkleben. Aber Leute, wenn die once mal kleben, kleben die. Und ich muss sagen, die Wimpern sind unnormal leicht. Also ihr habt jetzt nicht so... Ich habe jetzt heute mal ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen, weil ich jetzt ewig nicht mehr richtig geschminkt habe anständig. Und ich fühle mich jetzt auch wieder richtig nach ich. Und muss sagen, der Kisskleber ist eine echte Empfehlung. Alida erzählte mir, dass der eine ganze Zeit aus dem DMM verschwunden ist. Aber er kam jetzt wieder. Echt ein absoluter Knüller. Als Foundation habe ich die Pro Matte Foundation von LA Girl benutzt. Ich habe mittlerweile 4 Farben, die ich so ein bisschen mische. Ich habe jetzt hier die Farbe Soft Honey and Medium Beige. Und ich habe, glaube ich, noch Neutral Beige gekauft. Also der Beauty Bay Haul entweder war schon da oder noch nicht. Aber ich verlinke es ansonsten oben in dem i. Ich habe jetzt hier ansonsten 2 Farben gemischt. 2 Pump davon und hier noch ein Pump drauf. Und die Farbe und die Konsistenz ist für mich perfekt. Es ist auch sehr, sehr langanhaltend. Ich habe jetzt auch noch nicht mein Gesicht gesettet. Das mache ich dann gleich, bevor ich aus dem Haus gehe. Dann die Kiko Bronzer. Unnormal schön. Also ich habe jetzt sowohl den matten, das ist aber ein Phänomen, was ich euch bei allen Bronzer von Kiko sagen kann. Die Bronzer sind sehr, sehr pudrig. Wenn ihr praktisch mit eurem Pinsel da reingeht, kommt eine ordentliche Portion raus. Ich habe jetzt mal zum leicht anecken praktisch so einen geformten Brush genommen. Das ist übrigens so eine LE von Rossmann damals gewesen. Die habe ich auch noch 2-3 Mal da, weil das einfach so, so cool ist. Und ich habe noch den Shimmer Bronzer aufgetragen und den finde ich fast noch am schönsten. Also er ist wirklich mega schön und der gefällt mir unnormal. Also die beiden sind definitiv Favorites von mir, von dem ganzen Neuheiten-Video. Das Puder hatte ich mal schon benutzt. Das ist im Prinzip, das habe ich jetzt in dem Make-up jetzt nicht benutzt. Das ist im Prinzip ein ganz einfaches Puder, was ihr auftragen könnt unter den Augen und als Highlighter. Aber der ist natürlich kein Wawum-Highlighter, ja. Diese Produkte hier von Trend It Up finde ich sehr, sehr schön. Also hier ist ja so ein Shimmer-Bronzer, den habe ich mir jetzt, werde ich mir auch hier hinräumen jetzt, weil ich finde den sehr, sehr schön. Also das hat wirklich einen tollen Schimmer, das habe ich von einem anderen Make-up schon probiert. Und ich habe jetzt aber die Farbe 010 probiert und zwar diese etwas rosé-goldene. Super, super, super intensive Farbabgabe, aber gefällt mir wahnsinnig gut. Richtig, richtig schön. Und so funktioniert es auf jeden Fall als Produkt super, super gut. Nicht wundern, mein Freund ist gerade vorbeigelaufen mit seinem Handy. Keine Ahnung, was der jetzt macht damit. Als Lippenprodukte habe ich jetzt die Kombination gewählt aus dem Essence Lip Liner Sweetheart und Calabasas und habe damit praktisch meine Lippen umrandet und das funktioniert super. So, und auf jeden Fall habe ich ja noch ein paar Pinsel benutzt. Und zwar habe ich hier diesen Catrice Dewy Routine Pinsel benutzt und zwar habe ich zuerst mit dem Schwamm mein Make-up aufgetragen und habe damit nochmal alle so richtig gut verblendet. Funktioniert so gut. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieser festgebundene Pinsel wirklich so einen Effekt hat, dass es halt noch mehr flawless aussieht. Also ich finde, heute mein Make-up ist mir sehr gut gelungen. Es ist natürlich etwas mehr wie sonst, aber das finde ich, macht mal nichts aus. Und was ich auch eine tolle Überraschung fand, war dieser Dreiecks. Es sieht aus wie ein Stempel. Und zwar, ihr könnt so super in euer Inner Corner und praktisch erstmal so euren Concealer, also praktisch verteilen. Anschließend geht ihr praktisch mit dem Schwamm rein, um praktisch das so einzuarbeiten. Sehr, sehr geiles Produkt. Also da, ich könnte mir das auch vorstellen, hier an den Kanten, zum Beispiel zur Nase konturieren und so. Da glaube ich schon. Und ich muss euch sagen, also ich weiß safe, dass ich diese Pinsel mindestens noch 4-5 Päckchen nachkaufen werde. Das sind diese Primark-Pinsel, die ich euch vorgestellt habe in meinem Mischmasch-Haul.
Dieser Pinsel ist der perfekteste Blenderpinsel, den ich in meinem ganzen Make-up-Leben je in der Hand gehabt habe. Der ist sowas von schön, und zwar beide. Das ist ein sehr borstiger Pinsel, das heißt, ihr konntet damit sehr geil Farbe an den Ecken aufpacken. Ich zeige euch, wie gesagt, ja in dem Tutorial ja auch, wie ich das Make-up hier kreiert habe. Und ihr konntet super hier, wenn die Fächerwimpern mal aus dem Weg wären, praktisch richtig geil Farbe auftragen. Und damit, Leute, das Haar blenden war ein Traum. Also ich bin heiß hoch begeistert davon. Die werden definitiv noch in mein Haus wandern. Bei Primark-Pinsel, Leute, ich habe nochmal so eine Empfehlung gehabt. Und zwar dieser Stippling Brush. Das ist die beste Stippling Brush. Die benutze ich jetzt seit 1,5 Jahren durchgehend, fast jeden Tag. Also ihr seht ja, ich konturiere manchmal mit Cremeprodukten und manchmal nicht. Dazu benutze ich ja diesen Make-up Revolution. Wer ist das? Concealer. Und trage das ja dann auf, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss. Richtig geiles Produkt. Und ich habe jetzt auch wirklich gesagt, keine schlechten Empfehlungen für euch, was Primark-Pinsel angeht. Ich würde mir nicht unbedingt diese ganz günstigen holen, weil ehrlich gesagt, jetzt die für 4 € waren super, super geil. Dann ich fand auch richtig, richtig cool, dieser Putty-Highlighter. Den könnt ihr sehr, sehr beaming aufbauen. Ich habe es jetzt mal darauf belassen. Und was halt toll geworden ist, erst ist er so etwas pudrig und der wird dann total beaming und zieht dann praktisch total schön in die Haut ein. Wenn ich jetzt natürlich noch Setting Spray drüber mache, das tue ich jetzt mal schön. Dafür nehme ich jetzt das MAC Prep and Prime in der richtigen Richtung Kokosnuss. Ich hoffe, jetzt werden die Wimpern nicht mehr. So. So. Wo ist Wedel, Wedel, Wedel? Wenn ich den Wedel wieder überall. Also, ihr seht ja, dieser Highlighter, der ist sowas von total auffällig. Also, der ist richtig, richtig schön. Die Wimpern, ich bin immer noch super schockverliebt. Also, ich finde die super auffällig. Ihr habt schon im Video gesehen, dass ich mich mit dem Liquid Ink praktisch vermalt habe. Leute, das ist gar nicht schlimm. Ein sehr, sehr wichtiger Tipp ist, das habe ich mir mal von der Tati abgehört, also von einer sehr, sehr, sehr guten amerikanischen YouTuberin. Wenn es einem passiert, schaut mal, ich habe jetzt hier mal zum Beispiel, ihr seht es ja immer noch, ich so mal da diesen Strich, gell? Lacht darüber, weil ich habe jetzt einfach den Blender genommen und einfach so weit drüber gefahren, dass praktisch, wenn ihr frontal drauf guckt, im Prinzip das gar nicht auffällt. Hier habe ich praktisch aber mit so einem Make-up-Swipe das weggenommen und habe praktisch einfach von dem Rest-Make-up, was da drauf war, das nochmal drauf getappt und praktisch nochmal einziehen lassen, ein bisschen Puder drauf und das war's. Als Liquid Lipstick kann ich euch absolut die Jeffree Star Liquid Velour Lipsticks empfehlen. Egal, ob ihr diese Mini-Bundles kauft oder diese großen, ich habe davon knapp 20 große und ich kann euch sagen, ich habe den hier zum Beispiel zweimal. Das ist die Farbe Calabasas. Ich finde, das ist das wunderschönste rosenholzfarbene Stück, was ihr kaufen könnt. Mir gefällt das abartig gut und ich muss sagen, das ganze Make-up gefällt mir so auch sehr gut. Und als wichtigste Make-up-Grundlage, die ihr nämlich habt, ich habe jetzt so ein bisschen mal durch die Bank weg alles durcheinander gemacht, ist der Alverde Hautbildverfeinerer. Und zwar, Leute, der funktioniert wunderbar. Ich hatte ja diesen Hydro-Primer vom Alverde und der war schon richtig, richtig gut. Ich habe mich immer so gewundert, warum ich jetzt Anführungszeichen immer so tolle Haut habe. Ich habe auch wirklich keine trockenen Stellen und nix. Und das ist jetzt praktisch einer, der praktisch ähnlich funktioniert, nur dass praktisch dann noch so Aloe Vera-Pärchen drin sind. Und also er ließ sich super einarbeiten und der riecht halt sehr angenehm. Und ich hoffe, dieses Video hat euch in dieser Form gefallen. Ich finde halt, diese Make-up-Tutorials sollten halt relativ schnell gehen, weil ihr Leute da draußen wisst eigentlich genau, wie man verblendet und so und so. Ich habe für das Augen-Make-up mein Zeug runtergeschmissen, habe ich die Blood Sugar Palette von Jeffree Star benutzt. Und zwar habe ich in der Crease die Farbe Cake Mix verwendet. Oh, ich mache so rum. Cake Mix, dann bin ich hier in Fresh Meat reingegangen und habe das ineinander verblendet und habe dann an den Ecken noch ein bisschen Coma reingemacht. Und das ist so eine, für mich ist das eine Go-To-Palette, wenn ich weiß, ich trage zum Beispiel den Calabasas, ist es zum Beispiel ein Make-up, das ich jetzt total schön finde. Diese Palette hat sehr wenig Kickback, das heißt, ihr habt jetzt keinerlei Probleme mit starken Runterfallprodukten. Also ihr könnt sehr wohl eure Foundation vorauftragen und dann ganz leicht. Wie gesagt, die Pinsel haben es mir sehr leicht gemacht, damit zu arbeiten. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und übrigens möchten wir nochmal appreciaten, wie schön diese Katzenöhrchen sind. Ich finde die
so märchenhaft goldig. Ich sehe aus wie eine von Alice vom Wunderland. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ihr Süßen. Schaltet ein und wir sehen uns auf jeden Fall bald.